Ja. Da seht ihr, das kann dem Gegner ganz schön Aua machen. So, ich weiche wieder aus etwas, um Distanz zum Gegner zu gewinnen, während ich nachlade. Nicht, dass ich umkreist werde. Und den nächsten Gegner raus. Also ich versuche möglichst eigentlich dann ganz gut mit dem Gegner, wenn er nicht nachstößt oder zu zweit, zu dritt mich umkreist und mich dann alle macht. Da sag ich mal, wenn die zu vorsichtig sind, ist das mein Gewinn. Vielleicht muss dann sich auch mal einer opfern bei sowas. Aber jetzt auch, statt jetzt alle Mann sich ein Herz greifen, sich meiner einer vornehmen, kann ich in Ruhe ausweichen, nachladen. Ich bin hier alleine auf der Flanke, grob gesehen, drei Mann voraus als Gegner. Flankieren könnten auch noch zwei zu mir runter. Aber was soll's, wenn sie sich nicht trauen, habe ich immer Zeit zum Nachladen. Also da hat mir der Gegner wirklich erst ermöglicht, dieses Video zu machen. So, Minimap im Auge behalten. Und den nächsten rausnehmen mit der HE-Granate. Und ich weiche jetzt auch wieder aus, um ordentlich nachzuladen. Und werde gleichzeitig, oder dass einer das wissen will und kann, hier wieder die HE-Granate sprechen lassen. Und habe meinen vierten Kill auf dem Konto. Dafür, dass ich fast hier eine Flanke alleine halte, sag ich mal, habe ich noch gar nicht so viel Struktur verloren. Also ich würde sagen, läuft doch. Das muss wehtun. Tja, ist nicht durchdrungen, aber trotzdem gut 400 Schaden. Gegner gekettet und er ist ganz schön beleidigt, dass, weil ich mich hier anschriege, er mit seiner Kanone hier gar nicht so durchkommt. Der kommt auch nicht durch. Na, da habe ich doch noch mal Glück. Bisschen angeschrägt. Ordentlich was an Panzerung. Und es läuft. Tja. Und jetzt, wenn sie sich alle in Herz genommen hätten, zu dritt, zu viert, dann würde das nämlich passieren. Ich würde umkreist werden und hätte irgendwann keine Chance. Aber weil sie alle so zögerlich kamen, kann ich jetzt in Ruhe die nächsten rausnehmen. Ja, da habe ich auch mal Hilfe bekommen von hinten. Endlich mal. Das war auch mein Glück, sonst wäre ich vielleicht doch noch geplatzt. Und so muss ich sagen, legt sich einer auf. Ui, Cheater, Report. Tja, da muss ich sagen, Spiel besser. In der Form, guck doch mal erstmal, wo du überhaupt bei diesem Panzer durchkommst, KV-1. Oder greife im Rudel an mit anderen Fahrzeugen, dann klappt das schon. Ja, ein Gegner gibt es noch. Also das wäre auch noch ein One-Shot. Gut, das war ein One-Shot.